Danke fürs Mobben. Ja, ihr seht richtig, ihr sitzt auf einer Duke. Nein, die gehört nicht mir, auch wenn es wahrscheinlich ein paar Leute jetzt direkt denken würden. Ist eine 125er Euro 5 von 2021, sprich der Nachfolger von meiner alten. Wieso fahre ich das Ding? Ich soll das einfach für eine Freundin, dieses wunderschöne Kfz, nach Hause fahren. Von der Werkstatt. Die macht gerade den 125er Führerschein und kann die deswegen nicht selber fahren. Mit dabei ist Jerome, Duck G, der G. Kurzer Geschwindigkeitsrausch. Wow, wir haben schon die 50 km erreicht. Brachial. Ja, deswegen, da ich jetzt wieder auf einer Duke sitze und das eines der letzten Videos darum ging, jo, wie ist die Swartpillen so, wollte ich jetzt mal sagen, wie meine ersten Eindrücke sind, nach einem Jahr Pause wieder auf einer Duke zu sitzen und einfach generell Moto-Vlog zu machen. Ja, das ist doch fantastisch. Und ein bisschen was zu meiner neuen Jacke zu sagen. Ich habe ja das Held-Gewinnspiel gewonnen und die Jacke ist schon da. Das ist eine Textiljacke, ich kann mal den genauen Namen einblenden. Boah, das Ding sieht so geil aus. Ah ja, jetzt kann ich schön Kennzeichen zensieren. Ah ja, erstmal genau drauf gucken, damit ich mir nicht zu viel Mühe machen muss. Wenn ihr wüsstet, dass ich einen Motovlog aufnehme. Grün, 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 grün. Wow, wir sind rübergekommen, fantastisch. Wir sind übrigens gerade in Bonn, ich habe die bei KTM Bonn abgeholt. Nicer Laden, hatte ich meine auch im Service. Grüße gehen raus an Kevin, falls er das sieht, falls er sich das wirklich antun will, hier diesen schönen Motorblatt zu gucken. Ja. Also, nicht wundern, die hat einen Service, also diesen Jahresservice, weil die ist gebraucht. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, dass die gerade frischen 1000er Service hat. Eine Sache will ich direkt mal einstellen. Das ist da. Oh, das sieht viel besser aus. Ich muss gleich mal gucken. Wir müssen irgendwann gleich rechts abbiegen. Ich weiß nur nicht wann. Da die hier keine Quadlock-Halterung hat, kann ich nicht mein Handy anschließen und als Navi benutzen. Das ist zwar schwierig, oder? Naja, wir ziehen mal durch. Deswegen müsste ich gleich mal spontan gucken. Boah, ich liebe erschienen. Wann wir da rechts müssen. Eigentlich könnte ich auch jetzt rechts. Das sollte, glaube ich, meines Wissens noch ein bisschen mehr Landstraße sein hier lang. Aber ich wusste nicht, dass das auch mehr Stau bedeutet. Oh Mann, ich hasse es, in der Stadt zu fahren. Also ich habe bei Held so ein Gewinnspiel gewonnen. Und habe eine Textilkombi gewonnen. Und die Jacke ist halt schon da. Ich hatte eine Alpinstars Textilkombi mir geholt, wo ich den Führerschein gemacht habe. Hat die dann nur im Winter getragen und die ist halt komplett... Okay, die ist jetzt nicht dreckig, also die ist halt nicht kaputt. Die ist halt einfach nur, ich trage die nicht so gern, weil die jetzt auch nicht so gut mir passt. Deswegen, ne, ja, ja. Ich hatte halt so eine Standard-Textil-Kombi von Alpinstars. Das Einzige, was halt daran so besonders war, war halt, dass die wasserdicht ist und ein extra Winterfutter hat. Das kannst du halt rausnehmen im Sommer, damit es nicht so warm ist. So, aber das war jetzt hier keine Premium mit 5 Milliarden Taschen und so Special-Sachen. Ganz anders wie die hier. Die hat zum Beispiel so eine extra Funktion, die ich gerade benutze. Du hast drei verschiedene Möglichkeiten, die zuzumachen. Einmal machst du die ganz normal hier vorne am Reißverschluss zu. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du die komplett mit noch so einem Windschutz zumachst, dass halt der Wind an deiner Brust nicht mehr durchkommt, dann dafür, wenn es was kälter ist. Aber was ich gerade habe, dass du den Hauptreißverschluss, den großen, gar nicht zumachst, sondern diesen Windkanalreißverschluss benutzt. Der ist dann halt einfach nur so ein Reißverschluss, wo dann so ein offener Windkanal ist. Dafür, dass dann da durch das ganze Gedöns hier mehr Luft durchkommt. Und ich kann euch sagen, das funktioniert 1A. Hier ist schön kühl. Da es halt gerade relativ warm ist, ist das halt perfekt. Und man hat halt eine komplette Gore-Tex Innenfutter noch, damit, wenn es regnet, man nicht nass wird. Also perfekt.
Jacke passt auch perfekt, die Protektoren sind angenehm und ja. Zum Rückenprotektor kann ich nichts sagen, weil ich das Ganze hier mit einem Airbag fahre. Dazu wollte ich auch nochmal ein Video machen, wieso ich einen Airbag habe. Okay, eigentlich kann ich es auch direkt sagen, ja. Weil das Thema Jacke haben wir jetzt eh abgehakt. Road Rage. Und zwar, oh mein Gott, mein Auto als Cabrio. Ja, es gibt Mondeo als Cabrio. Es ist sehr verwirrend. Vor allem das Gute ist, hier ist jetzt 30 wegen Lärmschutz. Aber ich glaube, seine Klappe, der hat ja einen Klappenauspuff, die geht erst zu bei 50 oder so. Deswegen ist die jetzt einfach bei 30 lauter, als wenn er 50 fahren würde. Wieso habe ich einen Airbag? Ich hatte ja einen Motorradunfall. Und da ist mir klar geworden, auch als 125er Fahrer sollte man erst, also erstmal grundsätzlich, 125er Fahrer tragt immer Schutzkleidung. Es gibt sehr viele Leute, die bei allen Social Media Portalen auf die Idee kommen zu schreiben, ey, yo, ihr 125er Fahrer brauchen keine Schutzkleidung. Ja gut, hätte ich bei dem Unfall keine Schutzkleidung angehabt, ich weiß nicht, was mir wäre, also ich würde auf jeden Fall jetzt kein Motorrad fahren. Meine Lederkombi war komplett kaputt. Die konntest du so wie sie war in den Müll schmeißen und hätte ich keine angehabt, ich will gar nicht wissen. Da kam ich halt noch zusätzlich auf den Gedanken, yo, du machst jetzt eh A2. Wie wär's mit einer, ich habe mir übrigens die gleiche Lederkombi nochmal geholt, nicht wundern. Wie wär's jetzt, da meine Lederkombi das kann, ich kann mal ein Bild einblenden, da steht AirTag kompatibel drauf. Also hier sieht man das, ich habe hier mal meine Lederjacke, hier steht TechAir kompatibel und hier ist der passende Airbag dazu. Sprich, wenn der Airbag explodiert, dass halt die Nähte von der Lederkombi nachgeben können und dass der Airbag nicht sozusagen nach innen aufgeht. Also ist ein bisschen schwer zu erklären, aber man möchte ja nicht, dass der Airbag einen erdrückt. Komische Handbewegung, ich weiß. Also bei Textiljacken und so geht das. Deswegen. AirTag ist der Airbag von Alpinstars selber, aber das sollte dann auch mit den anderen funktionieren. Und zwar habe ich halt so eine Airbag-Weste, die ich halt unter jede Jacke anziehen kann. Also bei Textiljacken müsst ihr halt drauf gucken, dass die kompatibel sind. Bei Lederjacken müsst ihr gucken. Bei Textiljacken und anderen Jacken sollte das einfach so passen. Deswegen, ja, wieso habe ich mir jetzt einen geholt? Ich habe keinen Bock, ich habe eigentlich noch ein bisschen Bock zu leben und dann gebe ich jetzt lieber einmal mehr Geld aus und bin dann besser geschützt bei einem Unfall, anstatt halt, dass irgendwas passiert. Ich fahre auch immer mit Schutzkleidung, ich habe jetzt eine Kevlar Jeans an mit Protektoren, die Jacke, GP Handschuhe, die sind jetzt was übertrieben, aber ich habe gerade keine anderen und Motorrad Alpinstars Schuhe. Also ohne Schutzkleidung fahre ich definitiv nicht. Und jeder, der sagt, ja, bei einer 125er braucht man keine Schutzkleidung. Ja, gut, einen Führerschein brauchst du. Bei einer 125er braucht man keine Schutzkleidung. Egal welches Motorrad du fährst, andere Leute können dich über den Haufen fahren. Daran musst du immer denken. Egal wie du fährst. Jetzt mal zu Duke. Ich fahre das Ding jetzt ein paar Meter und ich kann euch sagen, habt ihr gemerkt, es fällt mir jetzt nicht groß. Also, es fährt sich jetzt nicht großartig wie ein anderes Motorrad, das nicht. Also im Vergleich zu der Swartpill, die ich momentan fahre. Aber, boah, diese Sitzposition, ne? Ich kann ein gutes Stück weiter nach hinten. Das ist so viel bequemer. Habe ich auch in meinem Video gesagt. Bei der Swartpill sitzt du ungefähr so. Bei der sitzt du halt so. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also, ne? Und das ist so viel bequemer, kann ich euch sagen. Und hier ist nicht mal eine Ergo-Sitzbank drauf. Es gibt ja noch so eine Ergo-Sitzbank. Wie gesagt, in meinem Video, ich persönlich würde mir lieber eine Duke holen. Muss jeder selber wissen. Ich würde die beiden mal Probe fahren, wenn ihr die Möglichkeit habt, falls ihr euch nicht entscheiden könnt. Bei mir ist halt der größte Unterschied, ich finde die Sitzposition bei der besser, dafür ist bei der Swartpillen die Bremse besser. Muss man halt dann jeder für sich wissen, was einem jetzt wichtiger ist. Manchen Leuten gefällt vielleicht auch die andere Sitzposition besser, ich weiß es nicht. Ansonsten soll es das jetzt mit dem Video gewesen sein, glaube ich, weil mir nichts mehr einfällt, worüber ich reden kann. Haha, Spaß. Dann sieht man sich ein nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt, ich habe ein Motorrad und fahre. Was? Ja, 30er Tonne freut sich mein Tank. Oh, der meisten. Hast du nicht den Krümmer unterm Arsch? Ja. Aua. Oh. Die ist jetzt warm. Ja. Yay. Oh, yo,
Falls euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like, ein Abo und da und folgt mir auf Instagram, auf TikTok. Ihr könnt mir auch auf eBay folgen. Wäre echt praktisch, weil ich gerade ein paar Sachen verkaufe. Zum Beispiel meine alte Textiljacke, eine Kevlar Jeans und eine Textilhose und auch andere Sachen. Könnt ihr gerne mal alles kaufen, damit ich mir das ist, wäre schön. Dann habe ich nämlich Geld. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Haut rein. Ah, geil. Ja. Kamera an? Ja!